Hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Warlords of Draenor. Wieder mal eine neue Aufnahmesession mit und von und zu Zoro. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Genau, und warum stehe ich hier gerade nackt im Bildschirm? Ja, genau, nicht weil ich euch zeigen will, wie ich im echten Leben aussehe, was ziemlich annähernd ist, nur ich bin noch ein bisschen definierter. Nein, es geht... Kommt diesmal gar nichts von dir? Ich halte mich diesmal zurück. Nein, sondern ich muss ganz offiziell eine Entschuldigung aussprechen, weil ich hatte in den letzten Folgen ja gesagt, dass Patch 6.1 kommt, was allerdings total daneben war, denn lediglich die Schwarzfelsgießerei hat eröffnet. Oder hat geöffnet. Patch 6.1 lässt leider noch ein bisschen auf sich warten. Wie lange weiß ich gar nicht. Da habe ich nämlich jetzt in den letzten Tagen nicht mal was zu gelesen, beziehungsweise was gefunden. Kann sein, dass das nächste Woche kommt. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall stehe ich hier nackt, weil ihr sehen könnt, dass wir Blutelfen immer noch keine Nippel haben. Ja, wir sind nippellose arme Schweine. Und damit wollen wir doch dann auch mal gleich anfangen. Hast du jetzt extra deinen Charakter ausgezogen? Ja. Na klar. Oh. Gilt eigentlich diese Pornosperrung auch bei solchen Comic-Sachen, bei solchen gezeichneten Grafiken? Was für eine Pornosperrung? Ja, hier, was da bei den anderen Let's Playern doch mal passiert ist, wo sie die Videos gesperrt haben, weil zu viel nackte Haut zu sehen war. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß, dass jetzt bestimmte Ballerspiele gesperrt wurden, aber jetzt... Ja gut, das ist ja noch ganz eine andere Sache. Da habe ich nichts von gehört. Mit den Ballerspielen, das ist ja etwas, was ich sowieso unmöglich finde. Was meinst du denn jetzt mit dem... Aber das ist in Deutschland so. Hier. Was? Was meinst du denn jetzt mit den Sperren? Also unter anderem haben sie doch von Sarazar ein Video geblockt oder den kompletten YouTube-Channel ja ausgesperrt, weil der ja pornografische Sachen hochgeladen hatte. Ich glaube, das waren sogar nur Titten, die man gesehen hat. Okay. Ganz sicher bin ich mir nicht und das ist wohl bei einem oder anderen YouTuber dann auch noch vorgekommen. So, dann wollen wir mal gerade... Erstmal lade ich dich in Gruppe ein. Naja, ist eigentlich allgemein bekannt, dass man sowas nicht auf YouTube posten sollte, ne? Ja, es waren ja gezeichnet eben, das war ja in einem Spiel. Ach so. Er hat ja jetzt ja nicht, okay. Er ist ja nicht beigegangen und hat sich den Pullover ausgezogen und hat sich dann nackt vor die Kamera gestellt. Wobei ich da auch mal sagen will, ich meine, Sarazar ist ein guter Let's Player. Ich finde ihn auch so ganz gut. Ich meine, ich hatte ja mal die Ehre da auf der Gamescom. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt, ich sag mal, ach egal. Ich habe mich in den letzten Folgen schon zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Ich habe übrigens Videos heute geschnitten und zurecht gebastelt, weil ich heute früh Feierabend hatte für die nächsten Tage. Und boah, also bei einigen Kommentaren bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir haben ein bisschen sehr frei unsere Meinung gesagt. Ach, muss auch mal sein, ne? Ja, finde ich auch. Wieso hast du jetzt, was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, wir hatten da letzte Woche uns sehr ausgiebig über Pegida und sowas und anderen Sachen unterhalten, wo ja. Die Folge endete wohl nur noch damit, dass ich gesagt habe, hoffentlich killen sie mich jetzt nicht deswegen. Hast du denn schon irgendwie Resonanz bekommen? Nein, die Folge kommt erst Samstag, glaube ich. Freitag oder Samstag. Oh, ich dachte, du hast jetzt irgendwie so eine Drohung oder so bekommen. Nein, ach. Hallo, wer droht denn mir, arme kleine Sau? Ja, nach dem schockierenden Ergebnis, nach dem schockierenden Brief heute. Boah, was Alter. Brief? Ich musste heute Morgen echt, ich gucke im Briefkasten und sehe den Umschlag. Ich dachte nur, scheiße, Stromrechnung. Ach so. Fuck. Jo, da muss man durch, ne? Durch, Alter. Boah, ich habe nur gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Aber es ist leider wahr. Naja. Anderes Thema. Ich will da nicht mehr drüber sprechen. Hast du deine Garnison-Aufgaben erledigt? Jupp. Hast du also Frostwallmine schon gemacht? Die ist fertig. Unter der Woche jetzt nicht. Die Mine haben wir noch in der letzten Aufnahme gemacht. Also ich eröffne meine Mine jetzt. Nee, also ich habe die in der letzten Aufnahme schon.
gemacht. Down, 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 Frostwall Mines, Level 1. Ah ne, Level 2. Ach, ich hab schon Level 2? Bitte was? Und ein Erfolg? Du, Zeit für eine Aufwertung. Ich hab die schon aufgewertet auf 2. Ja, siehst du, deswegen habe ich das nicht. Hast du wieder heimlich gespielt? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe zumindest keine EP-Quest gemacht, obwohl ich 3 Stück drin hatte. Ja, ich habe mich diesmal dran gehalten. Ja, ist auch fein. Wo bist du gerade? In der Garnison, ne? Ja, ich bin noch in der Mine. Ich will mal eben gerade hier die Steine abfarmen. Weil ich mich zufällig auch mit dem DK neue Steine brauche. Oh ne, aber das ist jetzt glaube ich... Ach, die ist jetzt schon so groß, ne? Ich akzeptiere ja eigentlich nur eine große Sache. Alles andere mag ich lieber ein bisschen kleiner. Ich frag mal nicht weiter nach. Nö, ist auch besser. Gut. Reicht schon, dass wir letztes Mal so versaut waren. Klingt irgendwie falsch. Was? Ja, was du gerade gesagt hast. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt mit dir versaut gewesen bin. Oh. Drink getan oder so. Ja, ich weiß nicht, was du so machst, wenn ich... Keine Ahnung. Nee, das Einzige, was ich gemacht habe, sind tatsächlich meine Taschen mal ausgeräumt, damit ich mal ein bisschen Platz habe. Weil ich mir überlege, ob ich das als Aufnahme mache, aber dann dachte ich mir, okay, Taschen aufräumen und Bank aufräumen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Aufnahme wert. Ich flieg ganz langsam, ich flieg schon mal nach Wildwacht. Gorgon, ja, ich komme auch sofort dahin. Ja, lass dir Zeit. Ja, wir müssen jetzt sowieso mal gucken wegen den Quests, ne, wie wir das machen. Jo. Wie wär's denn mit einer Instanz heute? Können wir gleich machen. Warte mal, wir melden mal gleich an. Archäologie, jo. Ogar. Ah, Clans von Draenor, da habe ich ja schon viel zusammen. Restaurieren. Boing. Clan. Ich würde mal bald schon anmelden, weil das dauert ja ein bisschen, weil die Kiste. Ja, also man kann das sein, dass du Latenz hast. Schaffen das vielleicht nicht. Genau. Also unten ein grünes Symbol, aber sonst, aber ich weiß es nicht. Weil warum? Du ein bisschen Hack hast. Ach so. Ist man kann auch sein, dass das mit Absicht machst, das weiß man bei dir ja eh nicht so genau. Wohin hatte ich schon so ein paar Probleme im Internet, aber hat sich eigentlich gelegt, aber ich weiß es nicht. Notfalls muss ich auf den Stick umschalten. Ja, weißt du, was richtig stressbeladen ist? Also YouTube kotzt mich momentan aber ganz mächtig an. Warum? Ja, gut, nicht YouTube. Also es liegt nicht an YouTube, sondern der Flash-Player. Oder Shockwave-Player, glaube ich. Ne, gut, kleine Info am Rand. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. YouTube will ja auf HTML5 umsteigen, ne? Oder ist wohl auch schon zum Teil dabei. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Weil Shockwave Player, das geht einfach gar nicht mehr. Guck mal, du weißt ja, was ich für eine Internetleitung habe, ne? Jo. Und alle, ich habe mir gestern von, weiß ich gar nicht, was habe ich mir gestern noch angeguckt? Auf jeden Fall habe ich mir irgendwie noch eins angeguckt, noch ein paar Let's Plays, ich glaube unter anderem auch von dir noch. Und alle 10 Sekunden lädt der und buffert das Video neu. Hm. Und das bei meiner Internetleitung. Ich dachte, ich wäre im schlechten Film gestern, ehrlich. Also ich habe das Problem nicht und ich habe nur eine 6000er Leitung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und liegen könnte. Ich habe was ganz anderes im Verdacht, weil sobald ich... Und was habe ich jetzt da weggetan? Achso. Das behalten wir mal. Sobald du was?
Sobald ich auf HTML5 umsteige, also du kannst bei Mozilla, wenn du bei YouTube, wenn du oben YouTube eingibst, für die, die Mozilla Firefox, hier mal kurz eine Info, dann müsst ihr einfach www.youtube.com/html5 und dann könnt ihr bei Mozilla, könnt ihr unten HTML-Video, HTML5 Player könnt ihr dann erzwingen, steht unten dann weiter. Habe ich dann gestern umgestellt und es ging. Da hatte ich keine Probleme mehr. Ich habe langsam in Verdacht, und das habe ich jetzt öfter schon gesehen oder gelesen, auch in den Foren, dass gerade die, die so eine große Internetleitung haben, bei beim Flashplayer rund abgebremst werden. Das kann natürlich auch sein, ne? Weil ganz, ich meine, gut, jetzt ehrlich gesagt, ich meine, ich habe ja eine 100 Mbit Leitung. Und tatsächlich, ich habe ja jetzt öfters messe, ich messe immer einmal in der Woche nach, um zu gucken, ob das auch stimmt, ne? Und ankommt tun bei mir, also im Download, habe ich 62 Mbit im Regelfall und Upload habe ich immer so um die 25 Mbit. Und dann kann das eigentlich nicht sein, dass die Videos so am Laggen sind, ehrlich nicht. Oh, das hätte ich auch gern. So eine Internetleitung.